Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um den Erfolg, ein erzhaftes Problem, für welches wir das explodierende Erz in den Erzmaler einlegen müssen und danach noch den Erzfresser in der Schwarzfelsgießerei auf der Schwierigkeitsstufe normal oder höher bezwingen müssen. Ja, jetzt fragt sich erstmal jeder, wo ist denn dieses explodierende Erz bzw. dieser Erzmaler? Und zwar zu ersterem, also sprich zu diesem explodierenden Erz, kann ich so viel sagen, es ist genau da, wo unser gelber Marker ist, also sprich hier hinten rechts. Das kann man in der ersten Phase noch nicht aufsammeln, also sprich in der normalen Phase ignoriert er es einfach. Erst dann, wenn er in der zweiten Phase ist, also sprich dann, wenn er zu rollen beginnt, kann man mit diesem Erz interagieren und sprich dementsprechend es aufsammeln. Ja, der Erzmaler, der befindet sich genau an der anderen Seite des Raums, und zwar da, wo der Eingang sich befindet. Da ist so ein kleines unscheinbares Rohr und das ist dementsprechend dann der Erzmaler, wo wir dieses Erz hinbringen müssen. Hört sich jetzt alles nicht so kompliziert an und auch relativ einfach durchzuführen, ist es aber leider nicht. Und zwar ist es nämlich so, wenn man dieses Erz hier aufsammelt, dann kann man sich nicht mehr bewegen, sprich es funktioniert ähnlich wie bei Washi die Geschichte mit dem Kern. Man muss nämlich dieses Ding weiterschmeißen und das hat eine richtig, richtig kleine Range. Ich glaube es waren 6 oder 7 Meter, also sprich dahingehend muss man eine riesen lange Kette bilden und dem nicht schon genug, wenn dieser Erzfresser über einen drüber rollt, also mit diesem Rollwasser ja in dieser Zwischenphase ausführt, dann ist dieses Erz weg. Man wird zusätzlich auch gestunt. Das ist jetzt hier im Normal Mode nicht das Problem und auch der Schaden ist nicht das Problem, aber dieses Erz ist weg und ja, man kann sich dann dementsprechend ablegen, weil man bekommt das Erz in dem Kampf nicht wieder. Ja, jetzt beginnt gerade hier diese Übergangsphase und wir bereiten alles vor. Wir wollen das aber ein bisschen anders machen, also sprich, wir machen das nicht so, dass wir das mit einer Kette machen, sondern wir bedienen uns hier eines kleinen Tricks. Und zwar haben wir einen Magier, der Auto Time Use, also sprich dieses Zeit zurücksetzen und ist jetzt hier mit blau gemarkt, stellt sich schon neben dieses Rohr hin. Ihr seht da nochmal kurz seitlich. Und sobald der Erzfresser vorne weggerollt ist, zündet ihr hier Auto Time. Ihr seht es, er blinkt sich hier vor, hat alle Speed-Effekte drauf, läuft hier bis zum Erz, nimmt das Erz auf und sobald Auto Time abläuft, ist es nämlich so, dass er wieder hinten steht. Jetzt wird er zurückgesetzt und er steht hier hinten und wir müssen dieses Ganze mit diesem blöden Hin- und Herschmeißen nicht machen. So, jetzt stelle ich mich hier an dieses Rohr hin. Der Magier schmeißt mir das Erz zu. Ich habe jetzt so noch versucht, es da reinzuwerfen, muss man aber nicht, sondern man klickt hier einfach drauf und tada, das Ganze ist fertig. Jetzt gilt es einfach noch, den Erzfresser runterzuhauen, beziehungsweise halt erstmal in die nächste Phase zu bringen. Das machen wir ja dadurch, dass wir ihn auf 100 Energie bzw. 100 Erz bringen und dann einfach ihn ganz normal runterspielen. Ja, wie ihr gesehen habt, könnt ihr das mit dem Magier sehr, sehr einfach machen. Also sprich, da alle Speed-Effekte nutzen, die ihr habt, also sprich, Auto Time usen, dann blinken am besten, einen Roar von einem Druid rein, einen Grip von einem Priester kann man auch noch nutzen, das Schild von dem Priester, dass er beschleunigt wird, also da alles nutzen und dann kann man halt dementsprechend die komplette Wegstrecke zurücklegen und er spielt so wie wir hier, das ist Achievement. Solltet ihr keinen Mage haben, dann ja, müsst ihr es vielleicht normal spielen, also sprich einfach diese Kette bilden, ist natürlich um einiges schwieriger, aber durchaus ebenfalls machbar. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein Ticken weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Da gibt es mehr von solchen Videos, beziehungsweise auch anderen Stuff zu vielen, vielen verschiedenen Gebieten. Lohnt sich auf jeden Fall. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.